Ich finde es halt viel spannender, Repertoire auszusuchen, was noch nicht hoch und runter überall gespielt worden ist und gesungen worden ist, sondern wirklich Stücke selber zu finden, zu entdecken, wo ich auch selber ein komplett freies Ohr habe, wie man es machen kann, meinen eigenen Weg finde. Und außerdem finde ich, dass das auch der Weg ist, zu zeigen, dass wir keine tote Kunst machen, sondern lebendige Kunst, indem wir sie immer wieder neu finden, neu entdecken, über den Weg von Crossover oder einfach indem man halt auch von bekannten Komponisten und weniger bekannten Komponisten Stücke mal zeigt, die man nicht ständig überall serviert bekommt zum x-ten Mal. Hätten wir dieses Projekt nicht als Crossover gemacht, würde ich einige Sachen vielleicht schon anders denken, schon alleine, weil ich einige Improvisationen mit Magnus zusammen habe, die wir nie eingebaut hätten ohne Crossover. Aber ich glaube, würde ich jetzt manche Stücke, die wir als Crossover haben, so jetzt aufführen in einer reinen Form, würde ich sehr viel übernehmen von dem Ausdruck, weil durch die Freiheit, dass man halt ein ganz anderes Instrument dabei hat, womit man normalerweise nicht musiziert, kriegt man auch irgendwie neue Ideen, wie man die Stimme anders benutzen könnte, was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte und mich nicht getraut hätte, manchmal so die Sau rauszulassen an manchen Stellen. Was soll ihr Chore? Was soll ihr Chore? Was soll ihr Chore? Was soll ihr Chore?